Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meiner FIFA-Trainerkarriere. Wir starten direkt in die Partie gegen FC St. Pauli. Wir starten mit der gewohnten Formation und es gibt bei uns keine Änderungen. St. Pauli startet wie schon in der Hinrunde mit einem 3-4-3. Wir haben Anstoß und wir wollen es auf jeden Fall besser machen als in der Hinrunde. Die Flanke auf Blum. Blum hat jetzt Platz. Passt zu Dua. Dua schickt weiter auf Schleimer. Schleimer schießt, aber der Torwart konnte ihn halten. Nach der guten Möglichkeit von Schleimer haben wir jetzt hier eine Ecke. Die Flanke kommt rein und Hack macht den Kopfball. Und der ist drin. Das ist das 1 zu 0 für den ersten FC Nürnberg. Blum mit dem Ball rennt jetzt nach vorne. Passt zu Schleimer. Schleimer auf Dua. Dua hat Platz und Zeit und er schießt. Und er schießt den Ball auch rein. Das ist das 2 zu 0 für den ersten FC Nürnberg. Was für ein Pass auf Dua. Dua ist jetzt komplett durch. Dua ist im Strafraum. Täuscht jetzt nochmal an. Legt rüber auf Sanchez. Sanchez schießt, aber der Ball wird abgeblockt. St. Pauli hat jetzt wieder den Ball. Macht aber einen Fehler und aber es wird wieder der Ball zurückerobert. Jetzt haben wir den Kopfball. Sanchez hat jetzt wieder Zeit und Platz. Passt auf Dua. Dua, da ist er komplett frei. Und da ist das 3 zu 0 innerhalb kürzester Zeit. St. Pauli hat jetzt hier eine Möglichkeit mit einer Ecke. Die Flanke kommt rein. Wir konnten da abwehren, aber St. Pauli hat ihn und schießt aber nochmal. Aber der Abwehrspieler konnte auf der Linie nochmal retten. Flick hat jetzt hier den Ball, passt auf Nürnberger. Nürnberger ist da komplett frei, sprintet jetzt sogar durch, ist im Strafraum, lupft über den Torwart drüber und der ist drin. Das 4 zu 0 für den ersten FC Nürnberg. Das war auf jeden Fall sehr schön umgesetzt. Nach der Chance von St. Pauli direkt den Konter gefahren, vorgesprintet und den frechen Lupfer über den Torwart. Hier sehen wir es jetzt nochmal. Sehr hohes Risiko eingegangen, aber es ist zum Glück gut gegangen und somit konnten wir unseren vierten Treffer machen. St. Pauli ist jetzt am ersten Spieler vorbei. Wir kommen aber nochmal ran. Er flankt aber vorher. Pass in den Strafraum auch noch nach vorne. Und dann ist er drin und es ist kein Abseits. Flick hat jetzt hier den Ball. Passt auf Dua. Dua ist da schön frei. Passt jetzt nochmal zurück auf Flick. Da ist die Chance, aber der Torwart konnte diesen Ball halten. Nach Flick seinem Schuss haben wir jetzt hier die Ecke. Die Flanke kommt rein. Keine gute Verwertung gewesen. St. Pauli konnte ihn rausklären, aber wir haben den Ball bekommen und dann ein wunderschönes Tor über alle Spieler drüber. Was für ein Treffer. Somit führen wir mit 5 zu 1. Hier sehen wir jetzt nochmal den Treffer und vor allem, wie St. Pauli diesen Fehlpass spielt und Schleimer einfach mal abzieht und über alle Spieler drüber schießt. Ein sehr sehenswerter Treffer. Wunderschön gemacht. Besser kann man es nicht machen und das auch noch von einem Innenverteidiger und unserem Kapitän Schindler. Sanchez hat hier den Ball, spielt auf Schleimer, da ist alles frei, da ist wirklich alles frei. Oben läuft Dua, ich passe zu ihm, schieß und Tor! Das ist das 6 zu 1 für den ersten FC Nürnberg. Was für ein Spiel jetzt schon! Innerhalb von 33 Minuten insgesamt 7 Treffer. Was ist hier los? St. Pauli ist jetzt hier im Strafraum. Wir konnten aber den Ball abfangen, passen direkt weitermachen, aber einen direkten Fehlpass. Er schießt aber, Fernandes konnte ihn halten. St. Pauli ist jetzt an unserer Strafraumgrenze, tricksen dem ersten Spieler aus und jetzt im Strafraum, passen jetzt wieder außerhalb des Strafraums, passen weiter, wieder weiter und nochmal weiter und dann kommt der Schuss, aber Fernandes konnte ihn halten. Eine sehr starke Parade. Blum hat jetzt hier den Ball, passt ihn zu Nürnberger, Nürnberger zu Schleimer, da ist richtig viel Platz. Dua hat jetzt den Ball, Dua schießt und das ist das 7 zu 1 für den ersten FC Nürnberg. Und das passiert alles in der ersten Hälfte. Was für ein Spiel. Kamaray hat den Ball, flankt ein bisschen zu Schleimer, Schleimer direkt weiter, Dua auf Nürnberger, Nürnberger schießt, aber der Torwart konnte diesen Ball halten. Das war's mit der ersten Hälfte und es steht einfach 7 zu 1 für den ersten FC Nürnberg. Mit dieser komfortablen Führung gehen wir jetzt rein in die zweite Hälfte und wir werden auf jeden Fall es jetzt ruhiger machen als in der ersten Hälfte. Nürnberger hat jetzt hier den Ball, passt direkt weiter und wird derartig umgegrätscht. Das muss rot geben und es gibt auch die rote Karte. Das ist ein ganz schwerer Tag für St. Pauli.
Blum schickt jetzt Dua. Dua bekommt den Ball, sprintet an den einen Spieler vorbei und jetzt schießt er. Und da ist das 8 zu 1 für den ersten FC Nürnberg. Dua bekommt den Ball, passt jetzt auf Schleimer, der sogar durchkommt. Schleimer rennt jetzt komplett durch, ist durch, passt rüber auf Dua und Dua verwandelt ihn natürlich. Das ist das 9 zu 1. Wir zeigen keine Gnade mit San Pauli. Fernandes jetzt mit dem Abschlag. Wir köpfen den Ball nicht weit. Das Spiel ist vorbei. Der Endstand beträgt 9 zu 1. Was für eine Partie. Wie viele Tore kann man denn bitte schießen? Und vor allem auch Dua mit ganzen 6 Toren haben wir auf jeden Fall Rache gezeigt im Gegensatz zu der Hinrunde. Nach der Machtdemonstration gegen St. Pauli spielen wir jetzt gegen Heidenheim. Heidenheim wird mit einem 4-1-4-1 gegen uns antreten. Bei uns ändert sich eigentlich jetzt grundlegend nichts, bis auf dass Adamu auf der Auswechselbank ist. Heißt, er ist wieder von seiner Verletzung zurück. Somit beginnt das Spiel gegen Heidenheim und wir wollen natürlich weitere 3 Punkte holen. Nade von Heidenheim passt jetzt weiter. Der Pass ist wieder weiter. Da ist eine Lücke. Es wird auch geschossen, aber unser Torwart konnte ihn halten. Bader sprintet mit dem Ball nach vorne, schickt jetzt ein bisschen Dua. Dua hat da richtig viel Platz, wartet jetzt aber nochmal auf Nürnberger, passt auch auf ihn. Nürnberger schießt und da ist das Tor, das 1 zu 0 in der 26. Spielminute. In der Wiederholung sehen wir jetzt nochmal dieses wunderschöne Tor von Nürnberger. Heidenheim-Spieler hat den Ball, passt jetzt zu einem Spieler, da kommt direkt der Rückpass, aber wir haben den Ball und haben ihn auch gleich wieder verloren, da ist richtig viel Platz in der Mitte, ist einer frei, jetzt schießt er aber Fernandes mit einer Glanzparade. Heidenheim hat jetzt schon wieder vor unserem Tor den Ball, jetzt sind sie in der Nähe des Strafraums, jetzt kommt der direkte Schuss und der ist drin, das ist das 1 zu 1 für Heidenheim. Heidenheim ist jetzt schon wieder vor unseren Strafraum, passen jetzt nach außen, kommen jetzt ein bisschen gut durch. Jetzt kommt der Pass, da ist alles frei und der Torwart lenkt ihn ins Tor. Und somit steht es 2 zu 1 für Heidenheim. Zweimal nicht aufgepasst und zweimal direkt kassiert. Sehr bitter auf jeden Fall. Schleimer mit dem Ball schickt jetzt Sanchez. Der ist komplett durch. Da ist nicht ein Abwehrspieler. Er ist komplett durch. Sprintet nach vorne. Unten ist einer. Ich passe zu ihm. Blum schießt das 2 zu 2. Direkt der Ausgleich. Sehr, sehr gut gemacht. In der Wiederholung sehen wir jetzt nochmal diesen sensationellen Lauf von Sanchez. Er behält dann die Übersicht, spielt zu Blum rüber. Und Blum hat dann nur noch ein leichtes Spiel und muss ihn eigentlich nur noch rein kullern lassen. Der Pass auf den Heidenheim-Spieler, komplett schlechtes Stellungsspiel unseres Abwehrspielers, aber Fernandes kommt raus. Und das war's auch mit der ersten Hälfte, somit steht es zur Halbzeit 2 zu 2. Wir bekommen jetzt hier einen Freistoß aus einer sehr guten Position. Blum wird diesen Freistoß schießen, der Schuss kommt, aber er wird leider abgeblockt von der Mauer. Nach dem Freistoß haben wir jetzt hier die Ecke. Die Ecke kommt rein und der kommt sehr gut, der Ball von Blum. Und somit steht es 2 zu 3. Sehr schönes Kopfballtor von Hack. Der Pass kommt auf Sanchez, wo richtig viel Platz ist. Er schickt ihn aber weiter direkt zu Adamu, der frisch eingewechselt wurde. Flick mit dieser Riesenchance setzt den Ball aber nebens Tor. Das ist echt bitter für Flick. Den muss man wenigstens aufs Tor bringen. Heidenheim zieht dann ein gutes Passspiel auf. Da ist die Lücke. Er schießt, aber er schießt zum Glück übers Tor. Das war sehr wichtig für uns. Das Spiel endet und somit gewinnt der erste FC Nürnberg 3 zu 2. In der zweiten Hälfte ist wirklich sehr viel weniger passiert als in der ersten Hälfte. Nach diesen 2 Siegen sind wir wieder auf dem ersten Tabellenplatz, aber Hamburg ist direkt mit 1 Punkt dahinter und Hannover hinter Hamburg mit 2 und Arminia Bielefeld kommt auch näher, die sind nur 5 Punkte dahinter. Nachdem wir uns jetzt die Tabellensituation angeguckt haben, gehen wir in die Partie gegen Jan Regensburg rein. In unserer Aufstellung haben wir gleich 2 Startelf-Comebacks und zwar Thielmann und Adamu. Jan Regensburg geht mit der Formation 4-2-3-1 in diese Partie. Somit kann das Spiel gegen Jan Regensburg beginnen. Thielmann hat den Ball, legt sich ein bisschen zu weit vor, wird hier komplett mitgenommen. Adamu flankt jetzt auf Blum, Blum mit dem Kopfball, aber im Nachschuss können wir das Tor machen. Blum erzielt das 1 zu 0 für den ersten FC Nürnberg.
Nürnberger hat jetzt hier den Ball, zieht nochmal zurück, passt auf Flick. Flick schießt außerhalb des 16ers, aber der Ball segelt übers Tor. Das war's auch schon mit der ersten Hälfte. Nicht viele Chancen, wir haben aber ein Tor gemacht. Bis jetzt bin ich sehr zufrieden mit der Leistung. Jan Regensburg hat den Ball vor unseren Strafraum. Spielen jetzt nochmal auf die Außen, haben ein bisschen Platz. Wir konnten den Ball holen, haben ihn aber direkt wieder verloren. Sehr, sehr bitter. Tackeln jetzt den einen Spieler um, gibt keinen Elfmeter. Aber ist auch egal, weil Regensburg direkt diesen Ball verwandeln konnte. Blum geht jetzt mal aggressiv drauf, aber da kommt die Mega-Flanke auf den Regensburger Spieler. Er kommt an den ersten Spieler vorbei in den Strafraum, aber Fernandes konnte diesen Ball halten. Nach der guten Situation von Jan Regensburg haben sie jetzt hier eine Ecke, führen diesen kurz aus, spielen jetzt ziemlich schnell in den Strafraum, da ist gut Platz. Wir können ihn jetzt aber gut stören, passen jetzt in den Strafraum rein und dann vergeben wir die Führung. Somit führt jetzt Regensburg 2 zu 1. Nürnberger hat jetzt hier den Ball und läuft ein bisschen. Der hat ja auch Platz, schießt jetzt einfach mal, aber der kommt leider zu lasch und nicht zu überraschend. Der Torwart konnte diesen Ball halten. Bada bekommt den Ball, spielt jetzt auf Nürnberger. Nürnberger hat wieder viel Platz und probiert es wieder aus der Ferne, aber diesmal geht er über das Tor. Regensburg ist es an unserer Abwehr vorbei, ziehen aber nochmal zurück den Angriff, bringen jetzt die Mega-Flanke in den Strafraum. Unser Torwart kommt raus, kann ihn nicht stoppen und dann braucht der Regensburger Spieler nur noch aufs leere Tor zielen. Somit steht es 3 zu 1 für Regensburg. Sanchez hat den Ball, spielt ihn auf Sané. Sané leitet den gleich weiter auf Adamu. Adamu hat den Ball, schießt, aber der Ball wurde gehalten. Thielmann passt den Ball auf Flick. Flick hat jetzt Platz, schießt jetzt einfach mal und er ballert das Ding ins Tor. Somit steht es 2 zu 3. Hier sehen wir jetzt nochmal den Fernschuss außerhalb des 16ers von Flick, wie er wirklich diesen Ball rein hämmert. Aber ich denke, das Tor bringt nichts mehr. Wir werden verlieren. So ist es auch. Wir verlieren das Spiel 3 zu 2. Sehr, sehr bitter. Wir hätten punkten müssen. Das haben wir auch gewusst. Haben es aber nicht getan. Somit verlieren wir das Spiel. Nach der Pleite gegen Regensburg starten wir jetzt das Topspiel gegen den aktuellen vierten Arminia Bielefeld. Arminia Bielefeld geht mit einer 4-1-4-1-Formation in die Partie. Wir starten mit derselben Aufstellung wie in der letzten Partie. Somit beginnt das Topspiel gegen Arminia Bielefeld. Nürnberger passt auf Blumen. Blumen rennt jetzt ein bisschen vor, passt zu Adamu, Adamu passt zu Schleimer, Schleimer zu Blum, Blum wieder zurück, Schleimer schießt und Schleimer macht das Tor. Erster Versuch, erstes Tor, 1 zu 0 für den ersten FC Nürnberg. Hier sehen wir jetzt nochmal diesen sehr guten Fernschuss von Schleimer. Arminia Bielefeld mit einem Freistoß, der erste täuscht an, der zweite schießt, aber dieser Ball geht nebens Tor. Bielefeld startet jetzt hier einen schnellen Angriff, ist jetzt schon im Strafraum, ziehen nochmal zurück, haben jetzt hier den Freiraum und dann nutzen sie diesen Freiraum und es steht 1 zu 1. Hier sehen wir es jetzt nochmal, wie viel Platz wir Arminia Bielefeld gegeben haben. Das war natürlich viel zu viel. Sie nutzen es natürlich dann auch. Unser Torwart konnte rein gar nichts mehr machen. Der wurde einfach im Stich gelassen. Hack hat jetzt richtig viel Platz auf den Außen, lässt sich aber Zeit und passt nochmal zurück. Jetzt kommt der Ball an der Strafraumgrenze, jetzt machen die Direktpass und es steht 2 zu 1 für Bielefeld. Hier sehen wir jetzt nochmal das Passspiel von Bielefeld. Sehr, sehr viele und schnelle Pässe. Ja, am Ende chancenlos gewesen und dann macht Bielefeld den zweiten Treffer und wir verschenken schon wieder unsere Führung und haben halt dann am Ende sogar noch einen Rückstand. Der Pass kommt an, Schleimer spielt jetzt auf Adamu, trickst den Einspieler auf, holt den Ball wieder zurück, schießt, aber der Torwart konnte ihn halten. Nach der guten Chance von Adamu haben wir jetzt hier eine Ecke. Blum bringt sie rein, hackt mit dem Kopf, aber gehalten. Aber im Nachschuss können wir das 2 zu 2 machen. Sehr wichtig, wir haben uns bis jetzt nicht aufgegeben. Jetzt können wir uns nochmal dieses sehr glückliche Tor anschauen. Dieser Abpraller, dann kommt er nochmal vor die Füße und dann wirklich eine sehr enge Situation. Kann man jetzt hier vielleicht nochmal besser sehen. Ja, durch dieses Miniloch noch gegen den Pfosten. Also sehr, sehr glückliches Tor. Zur Halbzeit steht es 2 zu 2 im Topspiel. Bielefeld ist an unseren Spieler vorbei. Die haben auch noch zusätzlich Vorteil bekommen. Setzt sich jetzt hier irgendwie nochmal durch. Niemand geht gescheit hin. Da kommt der Pass und dann fällt auch das 3 zu 2 direkt nach der Pause. Adamu passt auf Dua. Dua kriegt den Ball nicht komplett durch. Wir haben ihn aber wieder zurück.
Geist zu Dua wieder. Dua hat Platz, schießt jetzt. Und da ist das Tor, das 3 zu 3. Was für ein Fernschuss. Schöner Außenrissschuss. Besser kann man diesen Schuss nicht machen. Wie gesagt, das 3 zu 3. Gamarra bekommt jetzt hier in der 80. Spielminute die rote Karte wegen diesem Foul hier. Ja, muss man sagen, war komplett in den Mann reingegrätscht. Absolut verdient. Nürnberger hat den Ball, spielt ihn zu Blum. Wir spielen ihn weiter. Da kommt der Schuss, aber der Torwart konnte diesen Ball halten. Nach dieser Chance bekommen wir jetzt hier die Ecke. Geist wird diesen reinbringen auf Hack. Und Hack macht den Treffer. Das ist der späte Siegtreffer in Unterzahl. Damit steht es 3 zu 4. In der Wiederholung sehen wir jetzt nochmal die entscheidende Szene für dieses Spiel. Dieses wunderbare Kopfballtor von Hack. Und damit auch den Siegtreffer für Nürnberg. Nach dem Tor von Hack endet auch das Spiel mit 3 zu 4 für Nürnberg. Damit konnten wir uns gerade noch so die 3 Punkte sichern. Nach dem Sieg stehen wir auf dem zweiten Tabellenplatz. Hamburg ist vor uns mit 2 Punkten. Hinter uns sind mit 4 Punkten Abstand Hannover. Dann folgt Arminia Bielefeld, Heidenheim, Sandhausen, St. Pauli, Paderborn, Fürth, Darmstadt, Rostock, Karlsruhe, Kiel, Düsseldorf und Regensburg. Und auf den Abstiegsplätzen sind Magdeburg, Braunschweig und Kaiserslautern. In der nächsten Folge fangen wir mit der Partie gegen den 1. FC Magdeburg an. Danach folgt Hansa Rostock und SV Darmstadt. In der letzten Partie in der nächsten Folge spielen wir gegen den Hamburger SV, was auf jeden Fall saisonentscheidend sein kann. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls ja, lasst gerne ein Like und ein Abo da und ich würde mich an dieser Stelle auch verabschieden. Ciao!